Herzlich willkommen zum THC Talk heute mit Alexandra Matsuku. Alex, heute stand eigentlich das Spiel klare Voraussetzung, der Titelaspirant gegen den Abstiegskandidaten. Aber nach 8 Minuten stand das Spiel immer noch 0-0. Was ist da passiert? Ja, wir wussten, dass es ein harter Kampf wird. Wir haben uns im Hinspiel schon relativ schwer getan gegen so eine aggressive offensive Abwehr. Wir hatten aber auch ganz klar das Ziel, dass wir Tore sammeln müssen. Wir müssen die Tordifferenz weiter fokussieren. Natürlich in erster Linie zählt der Sieg und deswegen, denke ich, hatten wir alle ein bisschen die Anspannung im Kopf und konnten uns nicht so richtig oder haben die Torhüterin auch relativ berühmt geschossen und haben dann Gott sei Dank noch in unser Spiel gefunden. Herbert Müller hat ja zur Pressekonferenz gesagt, er fordert Tore von außen. Also ihr habt heute von außen ungefähr ein Drittel der Tore gemacht. Zufrieden mit der Ausbeute? Ja, also klar, wenn die Außen kriegen meistens nicht die Bälle, die sonst der Rückraum hat. Und wir müssen natürlich unsere Dinger machen. Und wenn man dann mal so eine Quote hat, dann sind wir sehr zufrieden, ja. Okay, Alexander, wir danken recht herzlich für das Gespräch und wünschen für die weiteren Spiele Torhunger. Dankeschön.